Frau Kneubühler, Ihr Mann ist vor einigen Jahren gestorben und Sie hatten nach seinem Tod eine Zeit lang Kontakt mit ihm. Darüber würde ich gerne ein wenig mit Ihnen sprechen. Ihr Mann Bruno Kneubühler war ein weithin bekannter Heilpraktiker und, wie ich aus eigener Erfahrung sagen darf, ein sehr sympathischer, spirituell orientierter Mann. Für mich kam sein Tod sehr überraschend. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? War das für Sie auch eine große Überraschung? Ja, für mich war es nicht so ganz unerwartet. Natürlich war dann der eigentliche Tod, das war dann schon unerwartet und sehr schnell gegangen. Aber ich hatte schon vor Jahren, habe ich eigentlich gespürt, dass etwas nicht in Ordnung ist mit ihm. Habe ihm das auch immer wieder gesagt. Mit deiner Stimme stimmt einfach etwas nicht mehr. Du sprichst nicht mehr mit dieser Kraft wie früher. Und das hat sich sehr fest verändert, aber er glaubte mir eigentlich nicht. Welche Einstellung hatte Ihr Mann zum Tod und welche Einstellung haben Sie zum Sterben? Waren Sie sich darüber einig, dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt? Ja, das war für uns eigentlich selbstverständlich. Ich hatte ja 2 oder 3 Jahre, bevor mein Mann gestorben ist, hatte ich meinen Bruder hier im Haus und habe ihn gepflegt und er ist hier gestorben. Und dann war sowieso das ein Thema für uns, über das wir viel und oft gesprochen haben. Und auch in seiner Praxis war das ja ein Thema, das er immer angesprochen hat, auch mit seinen Patienten. Und die waren sehr froh darüber, dass er ihnen auch Hoffnung gemacht hat in diesem Sinn. Und es war, also der Tod war für uns kein Tabu. Wie ging es nach dem Tod Ihres Mannes weiter? Wie haben Sie gelernt, seine Präsenz zu spüren? Ja, das war erst ein Jahr danach. Im ersten Jahr musste ich zuerst alle seine Verbindungen abbrechen. Ich hatte ja sehr viel Arbeit und ich habe aber seine Präsenz schon vorher immer gespürt. Und die hat mich auch getragen und ich war auch in dem Sinn im ersten Jahr überhaupt nicht traurig. Das Trauerjahr hatte ich erst 3 Jahre später. Aber damals habe ich wenn ich zum Beispiel etwas suchte, also ich kann mich erinnern, ich hatte damals das Familienbüchlein gesucht und ich konnte nicht mehr fragen, wo hast du das hingetan? Und ich musste das auf die Gemeinde bringen und jetzt habe ich gesagt, also bitte jetzt sag mir, wo hast du das hingelegt? Und wie der Blitz kam es im Nachttisch. Und es war dort. Solche Dinge hatte ich einige Mal erlebt, schon vorher, bevor ich wirklich Kontakt mit ihm hatte. Oder auch hatte ich einmal erlebt, es war finanziell irgendetwas. Und ich habe es nicht gewusst, wie soll ich denn das jetzt handhaben. Und habe ihm gesagt, jetzt musst du mir helfen, bitte, ich weiß nicht, wie ich das handhaben soll. Und es hat sich erledigt. Solche Dinge, das war bevor dem eigentlichen Kontakt. Wie kam es dann zu dem eigentlichen Kontakt? Wie haben Sie seine Präsenz intensiver spüren gelernt? Also ich muss vielleicht zuerst sagen, ich wollte nie mit ihm Kontakt aufnehmen. Das war für mich eigentlich gar nicht ein Ziel, das ich damals hatte. Ich hatte aber das Bedürfnis, dass ich schreiben lernen möchte, irgendeinen Text schreiben. Oder ich hatte einfach das Bedürfnis, mich in dieser Richtung irgendwie weiterzubilden. Und ich habe dann eine Schriftstellerin kennengelernt, die hat so eine Schreibwerkstatt und das war aber schon, bevor mein Mann gestorben war, hatte ich diesen Kontakt mit dieser Schriftstellerin und ich hatte aber nie einen Platz bekommen, weil die waren immer überfüllt. Im Kurs, ja. Diese Kurse, ja. Und dann war inzwischen mein Mann gestorben und dann hatte ich erst wieder Bericht bekommen, jetzt wäre ein Platz frei und wenn ich wolle, wenn das immer noch mein Wille sei, dann könnte ich jetzt kommen. Gut, dann bin ich in diese Werkstatt gegangen, diese Schreibwerkstatt und
habe der Dinge geharrt, die da kommen. Ich habe nicht gewusst, das waren alles Leute, etwa 7 Leute dort, die wollten alle ein Buch schreiben. Das wollte ich ja nicht. Und dann haben wir so Schreibübungen gemacht, im Dachstock oben war das, und da hatte es so 7 Sessel, für jeden einen Sessel. Und auf jedem Sessel war ein Blatt mit einem Begriff drauf oder einem Satz. Zum Beispiel, was ist Liebe oder sonst ein Begriff. Hat man einen Platz, sich auf einen Sessel gesetzt, und man hatte 7 Minuten Zeit, um etwas über diesen Begriff oder diesen Satz zu schreiben. Und dann habe ich das angeschaut und habe diese Frage gelesen und habe so dort nach oben geschaut, und dort war einfach ein Schreiberling, und ich habe dem diese Frage gestellt, und er hat mir sofort Antwort gegeben. Dann kam die nächste Frage, die ich gestellt habe, und habe ich sofort Antwort bekommen. Und so war das, habe ich eigentlich den Zugang zu diesem intuitiven Schreiben gelernt, ohne dass ich eine Absicht gehabt hätte, sondern ich hatte mich einfach gefreut, dass ich so schnell einen Text beieinander hatte. Mhm. Und so habe ich das 7 Mal dann gemacht, mit den 7 Fragen. Und danach habe ich dann das erzählt. Und die Schriftstellerin hat gesagt, ja, das sei prima, ich hätte schon meinen Schreibstil gefunden. Und dann haben wir noch einige Tipps erhalten, wie wir, wenn wir schreiben wollen, wie wir das machen sollen. Also jeden Tag vielleicht zur gleicher Zeit und dann an einem Ort, wo es uns wohl ist in der Wohnung. Dann habe ich dann, das probiert zu Hause, aber es ist dann eigentlich nicht so. Ich hatte ja keinen Grund, etwas zu schreiben. Und ich habe es zwar dann probiert, aber es ist dann nichts weiter herausgekommen. Mhm. Und dann, etwa einen Monat später, habe ich plötzlich gedacht, mein Mann hätte mir doch noch etwas sagen sollen. Und dieser Drang nach Antwort, er hätte mir wirklich etwas noch sagen wollen, aber was dann? Und gleichzeitig, als ich mit dieser Schreiberei begonnen habe, war es so, dass eine hellsichtige Frau zu meiner Tochter in die Praxis gefunden hat über das Internet. Und zwar war sie hellsichtig, weil sie hat im Spital als Krankenschwester gearbeitet und sie hat die Todesvorgänge gesehen, also davor oder danach auch. Und da hat sie so ein bisschen zu Ungleichgewicht gebracht, körperlich. Und aus diesem Grund kam sie ins Shiatsu zu meiner Tochter. Hat sie über das Internet gefunden, also sie hat hierher gefunden, wir haben sie nicht gerufen. Mhm. Und dann etwa das dritte Mal, als sie in der Therapie war, hat sie meinen Mann gesehen in dem Praxisraum. Und dann hat sie mit ihm gesprochen und er hat ihr alles erzählt, also für meine Tochter, über ihre Therapie, wie sie das handhaben soll mit den Meridianströmen und wie die laufen, und sie können ihn rufen und er sei da. Und er dürfe da sein, weil er eigentlich zu früh gestorben sei. Und was sie erzählt hat, das hat sie dann davon überzeugt, dass es sich wirklich um ihren Mann handelt? Ja, also sie hat ihn beschrieben, sein Lachen, sein Wesen hat sie beschrieben, und das hat also 1:1 übereingestimmt. Und er hatte über Dinge gesprochen, die er sonst gar niemand weiß, also was er gemacht hat in der Therapie und so. Und Er hat sie dann, also diese Patientin, auch behandelt. Er war dabei. Also sie hat ihn gesehen, aber meine Tochter natürlich nicht. Sie hat immer nur gesprochen, was er ihr übermittelt hat. Mhm. Aber das war eine Sache für sich eigentlich. Und ich hatte mit dem nichts zu tun. Meine Tochter hat mir das einfach erzählt. Aber als ich dann später eben diese Frage in mir entstand, er hätte mir noch etwas sagen sollen, also bei meiner Tochter hat er nie etwas über mich gesagt oder von mir oder über unsere Beziehung oder über unsere Ehe, das war nie ein Thema. Und es hat mich einfach
Ich habe dann nicht gewusst, was ich jetzt mit dieser Frage machen soll. Er sollte mir noch etwas sagen, ich hatte ja keinen Kontakt. Und dann, als das einfach dieser Drang, das zu wissen, so stark war, habe ich diese Frau angerufen. Und dann ist sie dann hierher gekommen und ich habe ihr diese Frage gestellt, ob sie vielleicht Kontakt machen könne mit meinem Mann. Ich hätte einfach das Gefühl, er müsse mir noch etwas sagen. Und sie sieht ihn nur, wenn sie hierher kommt. Sie kann nur hier Kontakt machen mit ihm. Und das war dann geschehen. Und dann habe ich sie gefragt, ob er mir noch etwas zu sagen hätte. Und dann hat er gesagt, ja, ich solle schreiben. Also das war die Kernaussage von dieser halben Stunde, wo sie dann mit ihm gesprochen hat. Und sie hat auch Bilder gesehen aus einem Stoß Blätter, die beschrieben sind. Und er hätte einfach gesagt, ich solle schreiben. Ich habe ihn gefragt, was soll ich schreiben? Hat er nicht gesagt, einfach, ich soll schreiben. Ja gut, dann habe ich das mal gewusst, ich soll schreiben. Aber was soll ich schreiben, habe ich dann immer noch nicht gewusst. Und dann hatte ich dann eine Zeit, wo ich emotional sehr bewegt war. Also ich war auch wütend und einfach so, jetzt bin ich allein, was soll ich dann überhaupt hier tun jetzt mit all dem, zu was es mich drängt und ich weiß nicht wie und was und wo. Und dann habe ich dann begonnen, dass diese emotionalen Ausbrüche, wenn man so sagen kann, mal einfach aufzuschreiben. Auch alle Fragen an ihm, die ich ihm gestellt hätte, wenn er da gewesen wäre, habe ich ihm gestellt und bin so dann einfach mal in diesen Schreibfluss hineingekommen. Da habe ich aber noch keinen Kontakt gehabt. Es war dann so, dass ich zuerst mir all das Emotionale von der Seele schreiben musste. Und dann habe ich, danach wurde es mal zuerst ruhig in mir. Und dann habe ich in meinem Dachgeschoss, ich habe gewusst, dass er diese Räume für sich, für seinen Arbeitsraum eigentlich ausbauen möchte. Das ist inzwischen geschehen. Und dann habe ich dort einen Platz gesucht mit einem kleinen Pult. Wo könnte ich vielleicht mit ihm Kontakt? Also das habe ich dann bewusst gemacht. Ich stelle mal irgendwo den Pult hin und beginne mal zu schreiben. Und dann habe ich wie seine Energie gespürt, also wie wenn er da wäre, und habe mein Ohr so an sein Herz gelegt. Und dann habe ich auch den Eindruck, dass ich einfach mit dieser Energie, mit dieser Wärme, so wie eine Umarmung. So. Und dann habe ich zuerst mal gefragt, bist du da? Ja. Und dann ist es gekommen und dann habe ich einfach Fragen gestellt, unter anderem, warum bist du gestorben? Und dann hat er gesagt, ich weiß es auch nicht. Vielleicht finden wir es zusammen heraus. Und das war dann habe ich dann sofort gemerkt, aha, also es hat mit uns etwas zu tun. Wir können noch die alles abschließen, was für ihn ebenso wichtig ist wie für mich. Und dass er eigentlich erst dann auch seinen Weg weitergehen kann, wenn er das abgeschlossen hat. Und eine Kernaussage zum Beispiel war auch immer wieder, ich darf kommen. Also ist es nicht selbstverständlich, dass man einfach Kontakt so bekommen kann oder darf. Das hat er sich offenbar, hat er so gelebt, dass er das eben auch durfte auch. Wie war das zum Zeitpunkt des Todes? Was stand da unausgesprochen zwischen Ihnen beiden? Was war offen? Ja, es ging vor allem um uns beide, um unsere Beziehung, um unsere Ehe. Weil dort drin lag ja auch die Lösung eigentlich, warum er, oder die Antwort, warum er gestorben war. Wirklich. Es gibt viele Dinge, die man sich selber ausdenken kann, warum dass er gestorben ist, weil er hat ja immer vielen Menschen geholfen, er war ja immer für andere da und er war ein froher Mensch, ein
ein sonniger Mensch eigentlich, wo man denkt, ja, das war ja deswegen auch seine Frage, warum bin ich gestorben? Und ja, wir kamen dann natürlich, ich habe ihn dann Fragen gestellt und diese Antworten, die kamen, hat uns dann wirklich zu unserem gemeinsamen Leben geführt, auch zu dem Manko, was wir eigentlich nicht gelebt haben oder zu wenig gelebt haben. Das war, und es ging immer um die Liebe, um die wirkliche Liebe. Oder dass wir, es ging auch nicht um etwas Geistiges, um das geistige Ziel ging es zum Beispiel nicht. Das hatten wir ja und das haben wir auch gelebt und das hat uns auch beglückt. Aber dass wir zu wenig Freude zum Beispiel oder so gelebt haben, dass wir zu wenig Freude am Leben hatten. Wie kann man sich diese Kommunikation vorstellen? War das ein inneres Fragen und Antworten, wobei Ihnen das intuitive Schreiben geholfen hat? Ja, ich habe alle meine Fragen geschrieben, aufgeschrieben. Mhm. Und bevor ich den Satz fertig hatte, also die Frage, kam die Antwort schon. Mhm. Also ich musste dann ganz schnell schreiben, sonst ich habe auch eigentlich nicht gewusst, was ich schreibe. Weil ich erst im späteren Zeitpunkt habe ich dann das gelesen, aha. Aber während dem Schreiben, es kam einfach die Frage und sofort die Antwort, und ich muss es ganz schnell aufschreiben. Mhm. Und da habe ich auch zum Beispiel sofort gemerkt, wenn ich jetzt eine Frage oder wenn der Verstand reinkam, habe ich sofort aufgehört, das merkt man sofort. Da habe ich aufgehört zu schreiben und habe es am anderen Tag wieder probiert. Es war mir auch ein Bedürfnis dann, wirklich das jetzt zu Ende zu führen. Mhm. Und solange er da war, also hatte ich das Bedürfnis dann auch. Und es war nicht nur das Schreiben, ich habe es auch gefühlt. Also ich habe ihn gefühlt, es war die Feinempfindung, würde ich jetzt mal sagen, hat sich wirklich geöffnet, dass ich ihn, also ich habe Wärme gespürt. Ich habe auch gespürt, wenn er weg wollte. Es hat ihn wie weggezogen. Da habe ich ihn gefragt, willst du weg? Dann kam sofort das Ja, wohin gehst du? Sie warten auf mich. Wer wartet auf dich? Dann kam die Antwort, eine Gruppe wie Brüder oder wie Freunde. Und dann habe ich auch dann hat er das Glück ein bisschen beschrieben, dass er das. Und ich spürte das selber auch. Es war einfach eine unglaubliche, ein Glücksgefühl. Dass wir sagen, jetzt bin ich ein warmes, frohes, lichtes Glücksgefühl. Haben Sie sonst noch in dieser Kommunikation einen Einblick bekommen in die Welt, in der er lebt? Haben Sie da irgendetwas zusätzlich noch erfahren über sein, ja, über sein, ja, Leben? Ja, ich habe ihn gefragt, was tut ihr denn da? Was macht ihr? Und dann hat er gesagt, sie transformieren Energie. Er mache eigentlich das Gleiche, wie er hier als Heilpraktiker gemacht habe, dass er dürfe dort weiterlernen, wie man Energie umwandelt. Wie lange hat es denn den Kontakt dann gegeben? War das ein bewusstes Trennen? Wie hat das geendet? Nein, es war so, dass es hat dann geendet, als eigentlich wo ich keine Fragen mehr hatte. Und ich habe es gespürt, dass er hat es auch gesagt, also ich habe ihn auch gefragt, willst du jetzt gehen? Und er hat gesagt, eine Weile bleibe ich noch. Und ich habe gespürt, dass der Kontakt schwächer wird. Und ich hatte dann auch das Bedürfnis, nicht mehr zu schreiben. Es ging, und ich hatte auch keine Fragen mehr. Hm. Und dann habe ich habe dann noch einmal probiert. Und es ist nicht mehr gegangen. Da habe ich es dann
Ja, dann war es auch gut. Haben diese Kontakte mit Ihrem Mann Sie selbst oder Ihr Leben in irgendeiner Form verändert? Hatte das einen nachhaltigen Effekt oder war das einfach die Beantwortung von offenen Fragen, das Abschließen dieser gemeinsamen Zeit? Wie schätzen Sie das ein jetzt im Rückblick? Nein, er hat mir natürlich, ich habe ihn auch gefragt, also ganz naiv gefragt, soll ich jetzt das, was wir eigentlich zum Beispiel zu wenig gelebt haben miteinander, kann ich das jetzt auch für mich da auf der Erde nachholen oder noch leben? Ja, deswegen sei er auch da. Mhm. Also es, ja, und das probiere ich natürlich schon, jetzt das zu leben, so gut es geht. Oder zu üben, so gut es geht. Es gibt sicher viele Menschen, die sich nach dem Kontakt zu einem verstorbenen Angehörigen sehnen. Was würden Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen raten? Ist es hilfreich, solche Kontakte zu suchen, richtig? Ist es gut, zu einem Medium zu gehen? Gibt es dazu irgendeine Regel? Aus Ihrer Sicht? Ich glaube, es gibt keine Regel. Für mich hat es einfach, ich hatte den Eindruck, ich darf noch einmal wie auch sehen, wie die Gesetze eigentlich laufen, weil es war alles so natürlich und wenn es nicht so natürlich geschieht, dann meine ich, sollte man es nicht irgendwie künstlich herbei wünschen oder etwas tun, dass es geschieht. Das wollte ich auch nie. Und ich denke, wenn es richtig ist, und dann geschieht es irgendwie, wenn es sein muss oder sein darf, oder wenn es wichtig ist. Wie sehen Sie denn heute dem Tod entgegen, in vollkommener Gelassenheit? Hat Ihr Erlebnis Ihren Bezug zum Sterben irgendwie verändert? Zum Sterben kann ich nicht einmal sagen, weil ich hatte vorher schon einen guten Bezug. Das war nie ein großes Problem für mich. Aber ich kann vielleicht noch sagen, ich habe diese Sehnsucht, vielleicht dort zu sein oder bei ihm jetzt zu sein oder eben dort, wo es eben eigentlich so schön ist, wie er es beschrieben hat. Ich habe ihn auch gefragt oder ich habe ihm gesagt, ich möchte auch dort sein. Und dann hat er gesagt, es ist gut, dass du jetzt nicht da bist, weil du kannst es auf der Erde noch erledigen und ich jetzt eben dort. Und wenn wir das, jeder seinen Weg geht, es muss sein, dass wir jetzt voneinander getrennt unsere Wege gehen und unsere Entwicklung noch beenden. Und dann werden wir uns wieder einmal sehen. Also wir sind verbunden. Ich habe noch etwas vergessen zu sagen. Das war schon bevor er gestorben war. Habe ich ungefähr ein Jahr, sage ich jetzt mal, vorher immer wieder, wenn wir so einander vis-à-vis gesessen sind oder beim Essen, manchmal hat er etwas gelesen, zum Beispiel Zeitung oder auch nichts. Und dann habe ich gespürt, wie ein Band um uns herum. So ein unsichtbares Band, einfach so. Ich habe ihm das eigentlich nie gesagt, aber ich habe das oft so empfunden, wie wir mit einem Band umschlungen wären. Mhm. Und dann habe ich ihn mal gefragt, nein, ich habe ihn nicht gefragt, er hat es von sich aus gesagt, dieses Band, das du gespürt hast, als ich noch lebte, das ist immer noch und das bleibt. Und so sind wir verbunden, aber wir müssen jetzt getrennte Wege gehen. Und das ist schon sehr beglückend. Also ich muss jetzt keine Angst mehr haben. Frau Knäubüller, danke, dass Sie uns an Ihren Erfahrungen haben teilhaben lassen. Herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Dankeschön. Danke.